Soeben ist die englische Version von Camtasia Studio 7 erschienen. Die Hauptfrage, die sich bei jeder neuen Version für uns als Anwender stellt, ist: Wie verbessert die neue Version die Produktivität und die Funktionalität? Ich habe dazu Troy Stein befragt. Er ist den Lesern unseres Blogs ja kein Unbekannter. Hallo Troy. Hallo. Welche Funktionen sind für uns Anwender in der Version 7 hinzugekommen? Na, das wichtigste neue Element ist die Bibliothek. Die enthält eine reiche Auswahl von Medienclips, die sehr professionell aussehen. Die enthalten so animierte Hintergrundclips, Musik und Callouts, sogar animierte Callouts, die den Camtasia Profi hilft und auch der Anwender, der ein bisschen weniger geübt ist, richtig professionelle Screencasts zu erstellen. Animierte Callouts klingt sehr spannend, Troy. Wie müssen die Anwender sich das vorstellen? Ich zeige es dir. Bei Camtasia Studio 7 sieht man ganz am Anfang, dass die Callouts anders sind. Wir haben immer noch die ältere Callouts, die wir vorher gehabt haben. Die sind hier unten unter Legacy Callouts, so nennt es sich. Hier oben neuere Grafiken. Das, was wir animierten Callouts oder mit der Hand gezeichnete Callouts nennen, sind hier oben, hier im Rot. Und ich kann mir eins auswählen und die sind animiert. Ich kann die Dauer des Zeichnens bestimmen. Zum Beispiel, ich kann sagen, das möchte ich ein bisschen länger machen. Und wenn ich das jetzt abspiele, ja. Und du merkst, wie es gezeichnet oder gemalt wird, sozusagen. Es gibt verschiedene Versionen. Man kann mit einem Quadrat oder einem Kreis oder einem Pfeil benutzen und die werden alle so animiert, als ob sie mit der Hand gezeichnet wie auf ein Tablet-PC gestrichen wurden. Toll, du hast auch animierte Hintergrundclips erwähnt. Wie wäre es, wenn du den Zuschauern davon noch was zeigst? Sehr gerne. Bei der Bibliothek. Es ist ein bisschen anders als das Clip-In. Das Clip-In enthält Clips, was man auf einem Projekt benutzen will. Aber wenn man, also sagen wir, dass wir zusammen auf eine Serie von Videos arbeiten möchte und wir möchten, dass die konsistent sind, dass die Einführung immer das gleiche ist mit Musik und die Callouts sind immer das gleiche und Zoom- und Schwenkeffekten sind das gleiche, Kurseffekten sind das gleiche. Die Bibliothek hilft uns, bei jedem Video das gleiche Effekt, diese professionelle Qualität zu haben. So, ich habe ein Video hier, die habe ich aufgenommen und jetzt sehe ich Ihnen das Video auf der Timeline. Aber ich möchte das Video ergänzen. Okay? So, ich komme zu einem Ordner und ich nehme mein Intro oder Einführung und ziehe ich das Intro hin mit Musik und jetzt muss ich nur Titelticks eingeben. Das heißt, das Intro ist komplett. Wir haben einen Hintergrund, einen beweglichen Hintergrund und gleich praktisch dort draufgelegt, wie bei einem Titelclip, eben den Text, den man gleich editieren kann. Genau. Also, wie ich vorher gesagt habe, der Anwender, der ein bisschen weniger geübt hat, der braucht sehr wenig zu tun, um etwas ganz professionell zu erstellen. Wenn ich ein Stück auf meinem Timeline habe, das ich wieder benutzen möchte, ob es in diesem Projekt oder in einem zukünftigen Projekt benutzen möchte, kann ich das mir auswählen und mit einem Rechtsklick das in der Bibliothek einführen und dann in einem Ordner erstellen, wenn ich möchte. Und ab dem Moment steht es immer zur Verfügung? Immer zur Verfügung. So wie ich gesagt habe, wenn es, ob es Callouts ist oder ein Cursor-Effekt oder ein Stück Video oder eine Einführung, das alles kann wieder benutzt werden. Okay.